Ja, wie das echt immer. Asch mich doch nicht. Okay, wir sind da. Nein. Was ist das? Boah. Gott, Alter. Die Mission ist ja mal richtig scheiße. Ja. Jetzt können wir dem nochmal beim Sterben zugucken. Scheiß Cheater da hinter uns. Ich setze die Flares schon ein. Wo ist wo? Da. So, runtergeholt. Der andere. Wieso überholen die Vollidioten eigentlich immer? Wie? Hey, der will mich hier doch flachsen. Komm. Den holen wir runter. Sind wir hier jetzt eine Ehrenrunde? Oder wie ist das? Egal, wir haben gewonnen. Ist das gut, so? Okay, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das Ding da. Die Mission ist wirklich blöd. Okay.
Es wäre cool, wenn man selber fliegen könnte und dann so im Tiefflug die gegnerischen Sachen ausschalten müsste mit Raketenwerfern. Das wäre cool. Und den. Gerne. Ja. Mission ist voller Action. Ich hab doch schon lange gedrückt. Boah. Toll, die Mission ist super, das macht voll Spaß. Was ist? Ich sehe keinen Bunker. Ich sehe keinen. Ach, da. Irgendwo. Ich sehe. Warte, die Dinger? Oder meint er die Helis, die ich vorhin schon gesehen habe? Ja, ach da! Ja, ich glaube, das Ding hebt gleich ab, ne? Den krieg ich dann nie wieder. Ich konzentriere mich hier jetzt mal. Oh mein Gott, ein Jäger ist in der Luft. Wir sind ja auch nur zu 8 oder so hier im Himmel. Was? Ach, die Schutzpunkte. Ja, vorhin habe ich gedrückt. Natürlich, der nimmt nicht an. Warum soll der auch annehmen? Wäre zu einfach, ey. Warum zum Teufel dauert das? Oh. Das ist. Und der letzte? Egal, hier sind noch Babys. Verstanden. Ihr habt 4-6 auf Station. 4-6 hier überall. Sie müssen aufsteigen, damit wir wissen, ob Sie.
Ja, ist das langweilig, ganz ehrlich. Wieso muss das denn warten, dass ich irgend so eine Scheiße von wegen Laser oder so einsetzen kann? Ich will wieder rumballern und nicht hier irgendwie so einen Scheiß mit der Maus drücken. Way, way, ja, zu Ende. Das war jetzt auch zu... Nee, doch nicht. Ja. Er sieht das Licht. Oh, prima. Ach, wir landen. Ah, endlich. Okay. Prima. Das war jetzt aber eine epische Mission. Aber jetzt kommt ja Operation Giudine. Hoffentlich kann ich da wieder ein bisschen rumballern.